In diesem Video teste ich von Koro die veganen Dark Chocolate Bites in den Sorten Raspberry sowie im Geschmack Strawberry. Deklariert als Bio-Haferkekse erinnern diese runden, mit dunkler Schokolade überzogenen Bites mehr an ein Dattelkonfekt. Die Raspberry-Sorte duftet super intensiv nach Himbeere. Die Konsistenz der Füllung ist ein bisschen fester, nicht so cremig wie erwartet. Auch die Masse drumherum hat eine super softe Textur. Das gleiche Spiel haben wir auch bei der Strawberry-Sorte, wobei die Füllung hier ein bisschen mehr vorhanden ist. Es duftet zwar nach Erdbeere, aber bei dieser Sorte habe ich ein bisschen das Gefühl, es geht in eine künstliche Richtung. Die Himbeerfüllung schmeckt sehr natürlich und angenehm nach Himbeere, mit der Masse drumherum, die nicht zu süß schmeckt, sowie eine leichte Hafernote plus den zarten, dunklen Schokoladengeschmack hat es was von einer Praline. Die Kombi mit dunkler Schoki und Himbeere passt hier einfach perfekt. Auch hier bekommt man eine Füllung, die genau nach dem schmeckt, wie der Sortenname verspricht. Allerdings hat sich meine Vermutung bestätigt, dass die Erdbeere eine leicht künstliche Note aufweist. Die Masse drumherum ist aber auch hier wieder super weich und nicht so süß, sowie mit einem leichten Hafer-Schoki-Flavor versehen. Bei diesen beiden Sorten favorisiere ich ganz klar Raspberry. Die Erdbeervariante ist mir ein bisschen zu wenig natürlich. Gern hätte die Füllung noch cremiger ausfallen können, ist aber nicht sonderlich tragisch, denn so trocken ist das Ganze nicht.